steckt in der Krise und damit hallo und recht herzlich willkommen zur FIBA 23 Torwart-Spielerkehre. Mein Name ist Jan, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Und wenn ihr mal mit hier rüberkommt und man sieht, Krise, wir haben alle drei Spiele bis jetzt in der UEFA Euroleague zum Beispiel gewonnen. Wir sind in der letzten Folge auch im DFB-Pokal richtig gut weitergekommen. Aber gut, war halt KSC aus der zweiten Liga. Nichtsdestotrotz sieht das hier alles überhaupt nicht nach Krise aus. Wo ist die Krise? Wir haben zum Beispiel gegen Hertha verloren. Wir sind auf Platz 17 in der Bundesliga-Tabelle. Das ist nämlich die ganz große Krise. Natürlich, das Hauptstadtderby zu verlieren ist auch richtig scheiße. Aber nicht das Schlimmste gewesen. Wir sind jetzt in der UEFA Euroleague. Wir haben jetzt zwei Spiele in der Stadt schon mal gespielt, aber wir sind natürlich noch nicht Stammtorhüter. In diesem Spiel sind wir erstmal wieder auf der Bank. Ja, und hier denken wir über die Krise überhaupt nicht nach. Wir liegen das erste Mal, wo wir eingewechselt werden, hier zurück. Aber wir können auch uns hier schon für die nächste Runde weiter qualifizieren, wenn wir das schaffen sollen, hier zu gewinnen. Ja, daneben zwar, aber Braga ist gut. Nicht umsonst, die stehen ja auf Platz 2. Übrigens, wir sind schon im November, das ist richtig verrückt. Also wir kommen sauschnell voran. Und jetzt komm, ja, jawohl. Und jetzt bitte noch das Ganze drehen. 71. Spielminute, 20 Minuten, das ist genug Zeit. Wir haben hier schon häufig genug auch gezeigt, dass wir halt mehr als nur ein Tor in der Euroleague schießen können. Deswegen alles noch offen. Und jetzt gibt es einen astreinen Konter. Und ich bin da. Das ist astrein. Und Union. Wenn er in die Spitze gespielt wird. Aber es ist noch offen. Es ist noch offen. Bitte kein Abseits. Ich glaube nicht. Es ist kein Abseits. Wir führen 2-1. Spiel gedreht. Und damit Blitztabelle. 12 Punkte. Braga weiterhin 4 nur. Klar, auch ein anderer Verein. Keine Ahnung, die werden noch 4 Punkte. Ne? Und, die können natürlich jetzt auch auf 7 Punkte, aber dann sind es noch 6 Spiele. Das heißt. Ja, Platz 1 ist nicht sicher damit. Aber Platz 2 wäre sicher damit. Und wenn es auf anderen Partien Unentschieden gibt, dann sind wir auf jeden Fall als Erster schon weiter. Aber gut, Leute. Das ist ja noch nicht der Endstand, eventuell aufpassen. Ja! Ja! Okay, also das hat DFB-Pokal, Euroleague da, nix Krise, da zeigt Union, was sie können. Sogar hier Spiel drehen. 4 Spiele, 4 Siege. Bundesliga, katastrophal, aber da kommen wir jetzt zu. Oh, was? Das ist ja crazy. Schmeißen die ja auch den Trainer der Spielerkehre jetzt raus? Also das mit dem Buch, das machen wir immer noch nicht. Und auch hier. Ey, nein. Also ich lese doch kein Buch über ihn. Nee, also das machen wir immer. Wir haben ja noch nichts verdient. Wir sind überhaupt nicht da in Richtung Investment oder sonst was. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, das machen wir nicht. Aber dürftige Trainerleistung, was? Oh. Ich meine, gut, wir stehen jetzt wieder an der Startelf. Ne? Also, nee, das sei. Nee, das macht auch keinen Sinn. Ich kann sagen, komm, hier alle stehen hinter dem. Das ist die Standardaussage. Ja, das mache ich. Komm. Das sagt jeder Spieler, das ergibt Sinn. Wie gesagt, Charakter-Let's Play. Wir wollen das, was quasi. Wie würde das einer in echt machen, der jetzt hier ungefähr in der Lage ist? In der Situation. Gegen Mainz. Das sieht erstmal auf dem Papier. Ja, Union gegen Mainz, lol. Cool, eigentlich gut. Aber wir sind auf Platz 17, aber Hertha ist jetzt wieder auf Platz. Und Mainz hat 15 Punkte schon. Ich würde sagen, wir geben uns die Nummer 1, wenn wir eine 76 haben. Weil dann haben wir auch eine bessere Bewertung quasi als der eigentliche Stand. Wenn wir denn dann mehr in der Startelf spielen, so wie jetzt gerade eventuell. Ne? Gegen Mainz spielen wir das natürlich mit den Highlights. Die Mainzer, gut rausgelaufen. Oh, das ist ja schon zweite Halbzeit. Ja, 46. Minute in der zweiten Halbzeit. Okay, ja, das gleiche hatte noch Nachzeit. Nee, aber ja, Halbzeit 0-0. Wir sind schon in Halbzeit 2 und ja, verfaustet.
Ein Freistoß für Mainz. Immer noch 0 zu 0. Mit dem Tore schießen, wie gesagt, das ist irgendwie nicht unsere Sache in der Fußball-Bundesliga, aber festhalten, das geht. 0-0 Endstand. Ein Punkt, ja, kann man sagen, ist ja nicht schlecht. Aber ey, was ist mit dem Sturm in der Bundesliga los? Nationalmannschaft, das ist nämlich jetzt, ja, 2 Wochen frei, ne? Ihr kennt das Spiel. Aber ja, Nationalmannschaft für uns noch nichts, aber auch hier solche Angebote auch nichts. Mann, oh Mann, oh Mann, die Tabelle. Aber weiterhin Startelf, auch hier die Highlights. Das ist eine richtig gute Chance. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Ich bin zwar mit dem Bein noch dran, ändert aber nichts daran, dass es hier 1 zu 0 jetzt für Frankfurt steht. 89. Spielminute, die nächste große Chance und auch mit meiner Hilfe ist das kein Tor und ja, das Spiel endet 1 zu 0. Ja, das war's mit der Startelf. Wir haben hier wieder ein Spiel. Pause quasi, wenn man es so sehen will. Auch eine neue Aktivität. Was ist es? Schwache Leistung. Ja. Ja, wir analysieren hier jetzt ganz normal und nicht wieder bei den Fans. Und gibt es denn jetzt schon mal? Ja, wie gesagt, Tanzkurs. Nein. Also, werde Bus-Sponsor. Kauf eine. Ja, kommt was. Ja, wir haben. Nee. Dann haben wir fast gar kein Geld mehr. Das wäre auch nicht realistisch, quasi 10.000 Euro, wenn man 12.000 Euro hat, das für eine Matratze ausgeben. Nee. Hab ich mich da verrechnet? Die können doch noch rankommen. Die haben gewonnen, 7 Punkte, 7, 12 ist die, Tore, ist die Differenz, 5 natürlich. Ja, da das sowieso mit dem Einwechsel nicht ganz so cool ist, und das hatte ich ja letztes Jahr auch dann so geregelt eigentlich, dass ich dann diese Spiele quasi simuliere mit zum Ergebnis springen. Jetzt ist das mit dem Höhepunkt auch so cool, aber ja, da wir hier sowieso eigentlich schon mehr oder weniger sicher weiter sind, machen wir das in dem Fall hier mit den Simulieren mal. Wie gesagt, eigentlich bin ich auf jeden Fall Fan davon, von diesen Höhepunkten, dass man das jetzt in dem Fall bei solchen Spielen so löst. Aber ja, hier wie gesagt, die Sache ist vergessen. Wir sind als Erster safe. Oh, und da hat FIFA typisch mal wieder zugeschlagen, dass man erst in der Bundesliga gegen denselben Verein spielt, wie dann danach im Pokal. Also das ist, ja... Das sieht man halt eigentlich immer. Also das ist witzig, dass das immer wieder passiert und ja, aber gut. Ja, aber Köln, machbares Los, sollte man meinen, aber die stehen über uns in der Tabelle, gegen die spielen wir ja auch jetzt. Wo sind die denn? Auf Platz 14, wir können die überholen, wenn wir gewinnen. Das hier machen wir mit den Höhepunkten, DFB-Pokal machen wir dann natürlich wieder richtig. Ah, guck mal, 2 zu 0, wunderbar. Hallo? Oh, falsch. So. Hier haben 2 natürlich nicht Köln. Ja. Ey, das könnte. Haben wir erst einmal gewonnen in der Bundesliga? Kann das sein? Wäre das unser zweiter Sieg und der Rest alles aus Unentschieden? 3-0 Premium. Und im DFB-Pokal läuft hoffentlich sowieso, weil es in allen anderen Wettbewerben gut läuft. Ich meine, gut, wir haben auch echt gegen hochklassige Mannschaften bis jetzt gespielt, muss man auch sagen, in der Fußball-Bundesliga. Da kommt vielleicht jetzt mal eine bessere Phase, wo man punkten kann. Wobei, wir haben auch gegen Schalke und auch gegen Hertha gespielt, also, Oh, oh, oh Mann, was ein Scheiß-Tor. 3-1 und abgewürfen, wir gewinnen 3-1. So, weil wir jetzt gerade ein Bundesligaspiel ja, geschafft haben quasi, will ich mal hier in Richtung Körper quasi das anspannen. Hier nochmal, ich weiß, es geht alles, aber Charakter, ne, ihr wisst ja, ne, Ausdauer brauchen wir eh nicht und, aber wir wollen, wenn wir alles nur auf Tor spielen, sind wir gleich bei einer 90 oder sowas, ne, also, deswegen, das wollen wir nicht machen. Ein Auftrag will ich aber trotzdem nochmal machen und zwar, komm, wir werden immer so ein bisschen, ne, klar, man kommt weiter rein und so und deswegen, dadurch würde ich vorschlagen, verbessert sich das Stellungsspiel. Das ergibt Sinn, das machen wir. Und haben eine 75, krass. Ich sag mal, ab einer 76, wenn man dann wirklich auch, ne, Startelf und sonst was, das wechselt ja jetzt gerade immer von Spiel zu Spiel gefühlt, aber wenn wir das dann so haben, dann würde ich uns auch so die 1 geben, das macht Sinn. Vielleicht so im Winter.
0 zu 0. Okay, 65. Spielminute, es geht los. Startet auch mit einem Freistoß für Köln. Das ist natürlich gar nicht so gut. Glanzparade, abseits. Gut, aber trotzdem. Das war ein starkes Spiel. Der Pokalangriff schlägt zu Tor. Union 69. Spielminute. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, aber ich muss es auch nicht verstehen. Wobei ich würde es gerne verstehen, damit es in der Bundesliga besser läuft. Das will der Trainer wahrscheinlich auch. Ich glaube, er wurde noch nicht gefeuert. Der Druck für den Torhüter wird natürlich nicht kleiner, weil klar, also ich darf jetzt keinen reinlassen. Und wenn das auch wirklich nicht passiert, dann sind wir eine Runde weiter. Dann ist alles gut. Oh, Aluminium. Aufpassen, aufpassen. 1-1. Ja. Spielen sich da einmal gut rein und dann ist es soweit. 73. Spielminute. Und komm, Laufduell. Einmal kurz hops genommen. Es wird spannend. Vielleicht gibt es hier eine Zugabe. Und jetzt, und jetzt. Oh mein, das hätte sein müssen. Und jetzt ist Köln zum Glück nicht abschlusssicher, sonst hätte es hier 2-1 stehen können. Und das ist meiner. Ist das ein heißes Ding hier? Und komm schon, danke sehr. Ey, abpfeifen. Oder eigentlich noch ein Tor schießen. Okay, es gibt eine Zugabe. Verlängerung. Und jawohl, richtiges Biest bin ich hier. Und komm, jawohl, yes, Führung erneut. Aber wir wissen, das ist auf heißen Kohlen. Und ja, jetzt ist es aber, jetzt ist es gut. Direkt der Doppelschlag, 1-3. Und komm, Union, Nachschuss. Das Ding ist durch. Jetzt ist der Union-Sturm wieder da. Oder Köln ist einfach nur Platz. Vielleicht auch beides. 4-1. Und ja, Deckel drauf, Deckel über den Deckel quasi nochmal. 5-1. Also ich verstehe es manchmal nicht. Also was da los ist. Also das ist so ein On-Off-Switch, den Union da hat. Und meistens halt einfach in den Pokal spielen. Wir sind eine Runde weiter, wir sind in Runde 4. Das müsste, ist das schon das Viertelfinale? Ich glaube schon. Das wäre dann das Viertelfinale, wo wir jetzt hinkommen. Also ich denke mal, ja, müssen wir, ja, wir sind weiter, okay, zum Endergebnis. Endet auf 5-1. Und damit sind wir fast wieder in der Startelf. Und sehen wir, ist hier irgendwer spektakulär rausgeflogen? Na, die Hertha ist auch weiter. München auch. Dortmund auch. Ja, keine, nee, keine Überraschung. Weihnachten gibt es auch als Aktivität. Okay. Sieg im Turnierspiel, jawohl, also das wollen wir auf jeden Fall jemand machen. Ja, wir haben in Richtung, ich meine, wie gesagt, in Richtung Feiger ist noch gar nichts gemacht. Logisches Team, bla bla, sagt Familien. Ja, wir müssen eigentlich gelassen bleiben, weil es halt in der Bundesliga halt so unglaublich schlecht ist, dass alles andere wäre eher unrealistisch. Auswärts gegen Werder, die haben sogar weniger Punkte. Oh, Werder ist auch aus den Abstiegsrängen raus, das gibt's ja gar nicht. Die Krise leicht abgewendet, würde ich schon fast sagen, weil wir schauen mal auf den Kalender. Also nicht nur, dass wir bald Weihnachten feiern und ja, die Hinrunde fast vorbei ist, nein, sondern wir haben hier Euroleague gewonnen nach dem Frankfurt-Spiel, dann gegen Köln zweimal jetzt gewonnen, also 3 Siege in Folge und davor generell der November. Wir haben einmal verloren gegen Frankfurt, okay, das ist in Ordnung, aber ein Unentschieden, dann noch ein Sieg, ja. Die Sieger als 2 davon von den Siegen natürlich auch halt eine Euroleague, wo es halt einfach offensichtlich nicht ganz so schwer ist, keine Ahnung. Aber gut. Das nehmen wir hier natürlich mit und zwar mit den Highlights. Och nö, 11 Meter. Hatten wir jetzt schon mehrere Male. Ecke war häufig richtig, in dem Fall definitiv nicht. Aber gehalten haben wir leider insgesamt halt noch keinen. Und dass ich den halte aus der Distanz ist richtig stark. Und Endstand 1-0 durch einen Elfmeter. Ja, was soll ich machen?
Die zahlen gut in der Premier League, aber trotzdem. Also, nee, das ist halt, wie gesagt, nee. Das ist eher ein Schritt zurück als ein Schritt nach vorne. Und das wäre alles ein Schritt nach vorne. Ach, kommen die hier immer mit ihren schlechten Leistungen. Aber ja. Komm, ja, wir müssen auch mal ein bisschen rumpöbeln oder sowas, weil irgendwann ist es halt mal so. Und jeder auf den Sack, ey, jedes Mal kommt die hier mit schwacher Leistung, bla bla bla. Halt 1-0 gegen Bremen. Was soll man machen? Hier sind wir ja eh als Erster weiter, das heißt, das hier simulieren wir einmal komplett, nicht nur mit den Highlights. 2-0 gewonnen, Alter. Euroleague hat, ne? Jetzt ist der Trainer wieder dran, scheinbar. Nee, ich bleib dem treu. Die Tabelle ist weiterhin heiß, jetzt gegen Hoffenheim. Die sind auf Platz 13. So, Höhepunkte. Das ist für die Torkehre halt perfekt, um so zack, 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 Spiele, 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 Spiele. Wir sind halt schon, ja, fast im Winter. Oh nein, Ecke-Tor. Das ist ärgerlich. Das hätte nicht sein müssen. Und schon wieder ein Elfmeter. Was ist denn hier los? Richtige Ecke wieder, aber. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Thema sinkendes Schiff. Ihr könnt. Ich konnte noch nicht alle Kommentare lesen, logischerweise, weil ich jetzt hier am ersten Tag wieder aufnehme. Aber ab jetzt, danach mache ich eine Pause. Ich bin wirklich gespannt, was ihr hier reinschreibt oder die ganze Zeit schon reingeschrieben habt. Wie es weitergeht. Aber ich habe. Ich meine, das geht so schnell und so. Ja, nee, ich bin gespannt, was ihr reinschreibt. Komplette Saison bei Union, hier zweite Liga, dritte Liga, mal wo ganz anders hin oder so, ausleihen lassen. Keine Ahnung. Aber das ist jetzt erstmal zu Ende. 2 zu 0. Damit ist auf jeden Fall doch die Krise in der Bundesliga da. Das steht fest. Ich freue mich trotzdem auf Folge Nummer 5. Ihr könnt in der Playlist hier natürlich alles abchecken. Und ja, viele weitere Projekte sind natürlich hier in FIFA 23 auch schon auf Abgezockt rausgekommen. Also schaut da nochmal auf dem Kanal vorbei und abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Danke sehr. Und natürlich, wir sind hier auch im Fußball-Talk mal live. Ne? Also, Leute, haut rein. Ciao.